Wenn Van, dann richtig. Jetzt testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute eine ganz spannende Sendung, denn wir sind beim Münchner Roten Kreuz. Und was das Münchner Rote Kreuz alles macht, das wollen wir uns heute mal angucken. Alles werden wir uns nicht angucken können, aber wesentliche Dinge. Und da begrüße ich ganz herzlich den Vorsitzenden des Münchner Roten Kreuz, Paul Polyfka. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr van Hofen. Freut mich. Sagen Sie mal, jetzt so ein Vorsitzender, da hat man natürlich eigentlich das Gefühl, der hat graue Haare, ist mindestens über 60. Wie schafft man es in Ihrem Alter, schon Vorsitzender des Roten Kreuzes zu werden? Das ist ein schönes Kompliment, vielen Dank. Ich denke, die Inhalte haben überzeugt. Wir hatten ja dieses Jahr Wahlen und ja, mein Team hat sich durchgesetzt. Da muss man ja den Mitgliedern, wie wird man da gewählt? Muss man da den Mitgliedern des Roten Kreuzes ein Konzept vorlegen und die wählen einen dann oder wie geht das? Also wir haben eine Mitgliederversammlung. Mein Team und ich, wir waren vorher wochenlang unterwegs und haben uns allabendlich irgendwo vorgestellt. Mal bei den Bereitschaften, mal bei der Wasserwacht, beim Jugendrotkreuz, bei der Bergwacht und haben die Mitglieder gebeten, uns ihr Vertrauen zu schenken. Und das haben Sie bekommen und für wie lange sind Sie jetzt gewählt? 4 Jahre. 4 Jahre, da kann man ja richtig also ein Stempel hinterlassen, sage ich mal. Ich sage mal so, das Erste, was man mitlernt, ist, dass man in größeren Zeitdimensionen denken muss, weil vieles hätte man gerne schneller, aber das Rote Kreuz ist halt doch eine große Organisation, wo dann manche Veränderungen vielleicht doch ein Stück länger brauchen. Wir wollen ja heute mehrere Stationen durchlaufen. Sie haben vorgeschlagen, hier, dass wir uns hier in Unterschleißheim treffen. Warum? Was erleben wir hier? Hier in Unterschleißheim ist sozusagen die Heimat unserer Rettungshundestaffel. Und ich bin selber ein Hundebesitzer und bewundere diese Arbeit. Habe leider nicht die Zeit, um mich dem zu widmen. Aber das hier sind alles Leute, die mit ihrem Hund gemeinsam in der Arbeit des Roten Kreuzes einen wichtigen Beitrag leisten. Denn sie suchen Personen, entweder Verletzte im Gelände, oder Demente, Ältere, die vermisst werden. Aber manche können auch zum Beispiel Tote im Wasser suchen, was ja auch wichtig ist. Und jetzt seit Neuestem haben wir sogar spezielle Mantrail-Hunde, die dann eine ganz gezielte Spur finden können. Wollen wir mal hingehen? Gerne. Da sind die Kollegen von Ihnen. Wunderbar, das sind ja jetzt die verschiedensten Hunde. Genau, das ist ja ganz entscheidend oder ganz spannend. Es ist vollkommen egal, welche Hunderasse das ist. Die sind eigentlich, der Hund an sich ist immer in der Lage, der Ausbildung richtig zu folgen. Die Schwierigkeit besteht ja immer, dem Menschen, also dem Hundeführer, die Sprache des Hundes beizubringen, damit der Hund das macht, was der Mensch möchte. Prima, und das ist jetzt sozusagen das Übungsgelände. Dann Herr Kandelbinder. Wie suchen Sie sich denn die Hunde aus, von denen Sie dann glauben, dass Sie diese Extremsituation dann auch wirklich kompetent, sage ich mal, durchhalten? Also die Hunde werden nach Möglichkeit schon im frühen Alter, im Welpenalter, mit einigen Tests geprüft. Mhm. Man erkennt relativ schnell, ob ein Hund sich für die Suche nach Menschen begeistert oder nicht. Und wenn sich ein Hund dafür begeistert, dann lässt sich das wunderbar aufbauen. Die Hunde haben einen Riesenspaß an dieser Arbeit, eine Riesenfreude. Und man kann ihnen auch ein ausgefülltes Leben damit bieten. Und auch natürlich für die Hundeführer macht es eine Menge Freude. Zeigen Sie doch mal, wie Sie Ihre Hunde trainieren. Also Sie haben hier einen Parcours aufgebaut und wollen wir uns das mal angucken, wie Sie das machen? Ja, machen wir. Wo fangen wir an? Wir können gleich mal am Schwebebalken anfangen. Ja. Also was wir heute sehen, ist ein Gerätetraining, das wir mit den Hunden einmal die Woche durchführen. Das Gerätetraining soll die Hunde darauf vorbereiten, dass sie später im Einsatz, in der Trümmersuche, in teilweise eingestürzten Gebäuden zum Beispiel, in der Lage sind, selbstständig verschiedene gefährliche Situationen oder auch schwierige Untergründe zu meistern. Hat so ein bisschen was vom Zirkus auch, ne? Wenn man sich das hier anschaut. Naja, also man würde sich wünschen, dass die Zirkuskunststücke auch einen so guten Beitrag leisten wie die Hunde. Ja. Aber mein Gott, Ausbildung und Training gehören natürlich auch dazu, klar. Jetzt gibt es verschiedene Situationen, wo Ihre Hunde eingesetzt werden. Wir können jetzt mal darüber zu der Schaukel gehen. Sie haben von Trümmereinsätzen gesprochen, Sie haben von Flächeneinsätzen gesprochen. Erklären Sie mal die Unterschiede. Grundsätzlich, wenn es um die Suche nach vermissten Personen geht, kennen wir ja vorher die Person nicht. Also die Hunde müssen lernen, irgendeine menschliche Witterung aufzunehmen und dieser menschlichen Witterung zu folgen.
und die Person dann zu finden. Also unseren Hunden in der Flächensuche und in der Trümmersuche ist es egal, welche Person sie suchen. Mhm. Und in der Flächensuche suchen wir vermisste Personen im Wald, in weitläufigen Arealen, die mit Menschenketten zu lange dauern würde, sie abzusuchen. Hat jetzt einer von diesen Hunden schon mal jemand das Leben retten können? Also konkret von den Hunden, die heute da sind, hat noch keiner ein konkretes Leben gerettet. Aber wir waren alle schon immer nah dran. Also wir haben zwei Hunde heute da, die schon im Einsatzdienst sind. Sowohl in der Flächen- als auch in der Trümmersuche. Und natürlich ständig, also mehrmals im Monat, rücken wir aus zu verschiedenen Gelegenheiten, um zu suchen. Und auch der Hund, der in seinem Suchgebiet nicht findet, rettet den Menschen. Weil er dann in der Lage ist, die Suchmannschaften auf andere Gebiete zu konzentrieren und sagen zu können, hier ist niemand. Okay. Was wir hier jetzt vor uns sehen, ist das Wackelbrett. Das soll dem Hund beibringen, auf einem Untergrund, der nicht fest ist, sicher zu gehen, sich zu bewegen, sich daran zu gewöhnen, dass in Trümmern es plötzlich vorkommen kann, dass sich der Untergrund bewegt. Er soll sich davon nicht ablenken lassen, sondern die Situation mit Gleichgewicht so gut wie möglich lösen. Hat der Paco jetzt gerade gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Wie ist denn das eigentlich mit dem Nachwuchs? Wir können ja mal hier zu der Treppe gehen. Ist es leicht fürs Rote Kreuz, Nachwuchs zu finden, also gerade sagen wir jetzt mal für so eine Hundestaffel? Also die Hundestaffel erfreut sich großer Beliebtheit, das kann man glaube ich so sagen. Ja. In der Tat ist es so, dass im Moment sogar die Anfragen zurückgestellt werden müssen, weil eine solche Ausbildung dauert 2 bis 3 Jahre, bis der Hundeführer und der Hund so aufeinander eingestimmt sind, dass sie ein gutes Team ergeben. Ja. Und das dann natürlich zur Folge, dass wenn die Leute aus welchen Gründen auch immer dann ihre Motivation verlieren oder abwandern oder nicht mehr da sind, dann haben wir die ganze Ausbildung umsonst investiert, so dass im Moment ein Aufnahmestopp besteht, weil ja auch einfach hier die Mannschaft gut ist und auch vollzählig. Also da kommen Hundeliebhaber, die rufen bei Ihnen an und sagen, ich möchte gerne mit meinem Hund für Ihre Hundestaffel trainieren. Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau so ist es. Ja. Wir bauen gerade eine parallele Säule auf, und zwar Betreuung in Seniorenheimen, also wo das Ausbildungsniveau niedriger ist. Und das ist etwas, womit wir vielleicht übernächstes Jahr dann an den Start gehen können. Aha. Gehen Sie mit Ihren Hundestaffeln eigentlich auch ins Ausland, also ich sage mal in Erdbebengebiete und sowas? Grundsätzlich theoretisch ja, möglich. Aber da gibt es eine große Hürde von Voraussetzungen, dass das überhaupt möglich ist. Also unser Staffelleiter selbst war auch schon in Auslandseinsätzen. Für die bei uns in der Staffel geprüften Trümmerhunde, in der Regel sind es dann Trümmereinsätze, wäre das theoretisch auch möglich. Aber so ein Szenario ist im Moment nicht absehbar. Und wenn Sie sagen Trümmereinsätze, was sind das für Einsätze? Trümmereinsätze wird gesucht nach vermissten Personen, die unter eingestürzten Trümmern vermutet werden, dort entweder eingeschlossen oder vielleicht sogar eingeklemmt sind und möglichst schnell befreit werden müssen. Und die Problematik für die Retter ist, dass sie nicht sehen, wo diese Personen sich befinden. Und da kommen dann die Hunde ins Spiel, die sehen nämlich mit ihrer Nase. Ein Hund kann relativ schnell auch aus Trümmern eine aufsteigende menschliche Witterung erkennen und dann auf den Trümmern anzeigen, wo diese Witterung am stärksten ist, und dann können die Rettungsmannschaften das Graben anfangen. Wenn er jetzt also den Vermissten am Geruch finden, aufgrund des Geruches finden soll, wie gehen Sie da vor? Also wenn er irgendwo in der Fläche liegt? Wir gehen noch mal so vor, dass wir für jeden Hund eine gewisse Parzelle von der gesamten Fläche, die abzusuchen ist, einteilen. Jeder Hundeführer bekommt eine Karte, wo das draufsteht. Und der Hund wird gezielt in diesem Bereich dann angesetzt, sucht aber dort völlig selbstständig. Also nicht an der Leine, sondern die Leine wird abgemacht. Er bekommt eine Kenndecke um, die können wir uns nachher gerne auch noch anschauen, dass er erkannt wird. Und sucht völlig selbstständig dieses Gebiet ab. Der Hundeführer folgt, soweit sie möglich ist. In der Regel ist aber der Hund viel schneller, viel wendiger, viel geschickter auch im Gelände unterwegs. Und wenn der Hund dann die Witterung aufgenommen hat, folgt er ihr. Wir nennen das, er arbeitet die Witterung aus. Das heißt, er versucht immer näher an die Quelle dieser menschlichen Witterung heranzukommen, bis er die Person dann im Wald zum Beispiel findet. Wenn er die Person dann gefunden hat, sind wir ja noch nicht da. Also haben wir den Hunden beigebracht, wenn ihr eine Person gefunden habt, zeigt uns, dass ihr sie gefunden habt, und das machen sie mit Bellen. Werden wir nachher auch gerne noch mal sehen können, wie das funktioniert. Die Hunde bleiben bei der gefundenen Person und bellen so lange, bis der Hundeführer da ist. Sie gehen nicht weg und hören auch mit Bellen nicht auf.
Spannendes Thema. Sind Sie bei solchen Aktionen manchmal dabei? Ist da der Vorsitzende mit im Wald und sucht da mal? Obwohl ich ein leidenschaftlicher Hundebesitzer bin, glaube ich, würde ich da eher stören, als einen wertvollen Beitrag leisten können. Deswegen bin ich bei solchen nicht dabei. Das sind alles Experten und Profis, da habe ich andere Schwerpunkte in meiner Arbeit. Wir wollen uns ja mehrere Sachen angucken. Was würden Sie vorschlagen, ist unser nächster Punkt, wo wir hingehen? Ich würde Sie gerne mit in die Qualiostraße nehmen. Dort haben wir ein Berufsausbildungszentrum für junge Menschen, primär Mädchen, die auf ihrem zweiten Bildungsweg, weil sie meistens Migrationshintergrund haben, einfach versuchen, sich bei uns in der Gesellschaft zu integrieren. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Polifka, man hat ja eigentlich immer den Eindruck, wenn man an Rotes Kreuz denkt, Rettungswagen und Notdienst, Blaulicht. Aber erklären Sie, was findet hier statt? Das ist eben auch eine Aufgabe des Roten Kreuzes. Ja, wir sind hier in München in der Qualiostraße in der Nähe vom Tierpark. Es ist ein Standort, wo wir, ich sag mal, Bildung im großen Ansatz betreiben. Und zwar für junge Menschen, die aus verschiedenen Gründen auf dem normalen Bildungs- und Ausbildungsweg jetzt noch nicht erfolgreich waren. Die qualifizieren wir hier weiter und versuchen sie dann ja entsprechend ihrer Fähigkeiten irgendwo unterzubringen. Und wie kommt man in ein solches Projekt hinein, wenn man als Jugendlicher interessiert ist? Wir haben hier ein sehr gutes Verhältnis mit der Arbeitsagentur für Arbeit und die vermittelt uns die Jugendlichen hier in das Projekt. Wie viele Projekte dieser Art betreibt das Rote Kreuz? Wir haben hier einen großen Standort in der Qualiostraße und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir in verschiedenen Berufsfeldern, in verschiedenen Ausbildungsbereichen über 200 junge Menschen, die zu uns kommen, in der ganzen Bandbreite. Angefangen hier, wie wir sehen, zum Beispiel im Bereich der Änderungsschneiderei. Wir haben auch Kosmetikerinnen-Ausbildung, aber auch am Nachmittag Hausaufgabenhilfe, damit auch diese jungen Menschen zum Beispiel den qualifizierten Hauptschulabschluss schaffen. Und wenn Sie jetzt hier sozusagen die Ausbildung hinter sich haben. Wie versucht man sie dann in den Arbeitsmarkt hineinzubekommen? Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja hoch motiviert und haben auch beste Verbindungen zu den Betrieben in München, die es dann schaffen, dann einfach diese jungen Leute zu vermitteln. Herr Polifka, wir sind jetzt hier im Lehl in Ihrer Zentrale. Ne? Richtig. Wie viel Leute hat denn eigentlich dieser Kreisverband hier in München? Also wir haben mit all unseren Außenstellen haben wir 1100 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für das Rote Kreuz tätig sind. Mhm. Und darüber hinaus ungefähr 3500 Ehrenamtliche und knapp 500 Freiwillige, die die Arbeit des Roten Kreuzes in München und im Landkreis unterstützen. Wenn Sie jetzt mal Ihren Kreisverband mit anderen Kreisverbänden in Deutschland vergleichen, wie groß ist der Münchner Kreisverband? Das ist jetzt ein Vergleich, der sehr einfach ist, weil von den Zahlen her sind wir der größte Kreisverband in Deutschland, was natürlich auch viel Verantwortung bedeutet. Wenn man sich jetzt noch mal so die Historie von dem Roten Kreuz kurz vor Augen führt, dann ist das Rote Kreuz ja ursprünglich eigentlich gar keine deutsche Erfindung, ne? Das ist richtig. Der Schweizer Kaufmann Henri Dunant war mal unterwegs in Italien und hat bei einer Schlacht gesehen, dass es Menschen gab, die Hilfe brauchen. Und er hat diese Hilfe unkompliziert organisiert. Jetzt müssen wir dem Wagen dann Platz machen. Also deshalb, der ursprüngliche Gedanke des Roten Kreuzes ist ja eigentlich, Soldaten zu helfen. Ne? Also Verwundeten im Felde. Ja. Verwundeten im Feld. Ja. Und dieser Neutralitätsgedanke, ne, inwieweit kann man so den jetzt in unser Jahrhundert mit hineintragen? Also denn früher war es ja wirklich so, dass das Rote Kreuz eben auf diese Schlachtfelder gegangen ist und jedem geholfen hat. Richtig, das machen wir auch, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, unabhängig welche Religion der Mensch ist. Dem wird natürlich geholfen nach dem Maß der Not. Und vor allem das Thema Neutralität ist, glaube ich, darin besonders gut sichtbar, wenn man sieht, dass wir mit allen zum Beispiel politischen Vertretern unserer Stadt sprechen, um denen klarzumachen, welche Bedürfnisse unsere Leute, die wir betreuen, haben. Und das ist unabhängig, ob es jetzt jemand von der CSU, von der SPD, von der FDP ist. Wir sind auch in keiner Schublade drin, sondern wir gucken, wo ist die Not am größten und dementsprechend versuchen wir dann Menschen darauf aufmerksam zu machen. Also ich meine, dieses Zeichen, okay, das ist jetzt Wasserwacht, aber Rotes Kreuz, ich meine, da gibt es ja wenig Logos, die auf der Welt so bekannt sind wie dies, nicht? Also ja.
Ja, ist doch schön. Also mich freut es. Ja, ja, klar. Natürlich. Also dieses Zeichen ist ja nicht nur ein Symbol für Hilfe und ich sage jetzt auch mal im weitesten Sinne für Nächstenliebe, sondern es ist auch ein Symbol der Hoffnung für viele Leute. Ja, also ich kenne das ja von Flüchtlingen oder auch für Aussiedler war das auch eine Zeit lang ein großes Symbol der Hoffnung. Sie sind selber Aussiedler, genau. Deswegen ist mir das gerade so eingefallen. Ich bin ja 1988 nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich kann mich ganz genau erinnern, dass die Ersten, die bei dieser Welle, die damals in Passau als Erstes gekommen ist, da waren Rotkreuzler. Ich habe sie nicht verstanden, aber es war jemand da, der Trost gespendet hat, noch ein bisschen Tee hatte und einfach versucht hat, einen hier zu kontaktieren und zu integrieren. Denn es ist auch so, genau wie Sie sagen, also auch psychologische Unterstützung. Nicht? Ja. Es ist also nicht nur das Körperliche, was da wieder zusammengenäht wird, sondern man kümmert sich auch psychisch um die Leute. Ja, die Not ist ja, früher wurde das ja definiert auf Verletzungen, aber heutzutage haben wir ja, die Not ist ja sehr vielseitig, vielschichtig. Das ist einerseits natürlich auch, wenn man psychische Probleme hat. So haben wir zum Beispiel eine Tagklinik für psychisch Kranke in München. Aber auch darüber hinaus ist es auch oft so, dass einfach die Schulter, die einem den Halt gibt, wenn die von einem Rotkreuzler gegeben werden kann, ist das auch ganz wunderbar. Ja, also mir fallen eigentlich nur noch die olympischen Ringe ein, die fünf, die vielleicht vergleichbar bekannt sind auf der Welt. Genau. Ich glaube, dass das einzige Symbol ist, was mehr bekannt ist als das Rote Kreuz. Ja, hier sehr schön, also hier Wasserwacht, das ist ja nun auch eine Aufgabe, die Sie innehaben. Inwieweit betrifft das die Münchner Region? Wieso steht hier mitten in der Stadt ein Wasserwachtwagen? Wir sind ja im Endeffekt, egal wie alt und egal was man in seiner Freizeitgestaltung macht, wenn man in Not kommt, sind wir da. So sind wir mit der Bergwacht in den Bergen. Ja, also wenn Sie jetzt im Schliersee-Gebiet spazieren gehen und Sie sich verletzen, dann kommen Münchner Bergwachtler am Wochenende. Mhm. Bei den Badeseen in München und um München herum ist es genauso. Langwiedersee, Verringersee, am Bugasee, auch am Flaucher, wenn Sie im Sommer grillen und sich verletzen, sind unsere Leute da. Mhm. Für die Jugend haben wir das Jugendrotkreuz und für die Erwachsenen, die sich im Sanitätsdienst organisieren möchten, die Bereitschaften. Man stellt sich immer die Frage, wenn so ein Blaulicht, ein Krankenwagen in München fährt, dann sind Sie ja nicht die Einzigen. Es gibt ja Konkurrenz. Ja. Wie wird das untereinander eigentlich geregelt, dass nur ein Krankenwagen an die Stelle kommt, wo wirklich Not ist? Wir haben in München eine sogenannte integrierte Rettungsleitstelle, die von der Berufsfeuerwehr München betrieben wird. Und das heißt, die bringt dann das Rettungsmittel, was am nächsten dran ist, dahin, wo es benötigt wird. Also das heißt, wir haben gar keinen Einfluss darauf, wann wir wo welchen Einsatz fahren, sondern unsere Krankenwagen sind in Rettungsstationen positioniert, wie zum Beispiel hier in München-Mitte, aber auch in Pasing und an anderen Standorten. Und wenn unser Transportmittel, unser Rettungsmittel dasjenige ist, was am nächsten dran ist, werden wir alarmiert. Also dann stimmt diese gängige Vermutung von vielen gar nicht, dass es sozusagen einen Wettbewerb gibt, dass alle dahin rasen und wer zuerst da ist, dann der darf abrechnen. Nein. So ist es nicht. Also das ist sehr gut geregelt seit vielen, vielen Jahren und läuft auf einem hochprofessionellen Niveau. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in die Zentrale des Hausnotrufs und gucken uns an, wie wir konkret älteren Menschen, die alleine zu Hause sind, helfen können. Denn das ist ja auch ein riesiges Gebiet, was es auch in Zukunft, was wahrscheinlich immer größer wird, nicht? Ja, klar. Sie müssen sich ja vorstellen, dass ja die Personen, die älter sind, die wollen möglichst lange zu Hause bleiben und sind auch vielfach alleine. Und das heißt, wenn sie in Not geraten, wenn sie stürzen, aus der Badewanne nicht mehr rauskommen, gibt es unseren Hausnotruf, da drückt man aufs Knöpfchen und dann meldet sich jemand oder kommt gleich jemand vorbei. Wie Sie das organisiert haben, das schauen wir jetzt an. Gerne. So, hier sind wir jetzt in einer sehr spannenden Abteilung, denn hier laufen die Notrufe auf. Was passiert, wenn ein Notruf hier aufläuft? Also das hier ist die Hausnotrufzentrale. Das heißt, ältere Menschen, die zu Hause alleine leben, haben einen Piepser, den sie aktivieren können. Gibt es auch verschiedene Formate davon. Und hier kommt dann der Notruf rein. Und meistens ist dann am anderen Ende eine ältere Person, die Hilfe sucht. Kann sehr vielseitig sein. Eben jemand, der aus der Badewanne nicht rauskommt oder zu Hause gestürzt ist. Bei den mobilen Geräten kann auch sein, dass jemand im Supermarkt Hilfe braucht. Und wir sehen dann anhand der Patientenmaske, die bei uns hinterlegt ist, welches Bild vorlegen könnte, welche Schwierigkeiten der Patient normalerweise hat. Und das Schöne ist, wir sind hier rund um die Uhr erreichbar, haben auch die Schlüssel für die Menschen, sodass wir hier ausrücken können, Hilfe leisten können und natürlich ins Haus kommen. Schlüssel für die Wohnung und fürs Haus. Genau. Interessant ist natürlich hier, wie dieser Notruf funktioniert. Also am spannendsten finde ich ja eigentlich,
diese Uhr, die man sich also umziehen kann. Genau. Und was kann die Uhr alles? Ja, die Uhr, die ist es die Verbindung zu uns in die Zentrale. Sie ist, hat eine SIM-Karte, das heißt über das Handynetz kommuniziert man dann mit uns und der Patient kann angesprochen werden, kann aber auch über diese Uhr mit uns sprechen. Das heißt also, da ist ein Mikrofon drin und ein Lautsprecher. Genau so ist es. Und ich meine, das gibt ja Menschen, die gesundheitlich labil sind, eine ungeheure Sicherheit. Nicht? Ja. Spüren Sie eigentlich auch, es wird so viel davon geredet, dass wir alle älter werden und dass die Bevölkerung zunimmt, die älter wird. Inwieweit spüren Sie das hier in so einer Abteilung wie dieser? Ja gut, also man kann jetzt aufgrund der Zahlen, die wir hier haben, nicht jetzt irgendeine demografische Entwicklung abbilden. Aber in der Tat ist, dass sich dieser Hausnotruf große Beliebtheit erfreut, weil es ja auch verständlich ist. Es gibt Sicherheit in Menschen, die immer länger zu Hause bleiben wollen. Durchschnittlich können sie dann 3 Jahre länger zu Hause leben als vorher. Und natürlich auch für die Kinder gibt es eine gewisse Sicherheit. Wenn ich da an meine Eltern denke, dann ist es schon so, dass ich mich freuen würde, wenn es dann denen mal schlechter geht und sie zu Hause bleiben möchten, dass sie dann einen Hausnotruf haben. Vom BRK natürlich. Ich muss jetzt einmal die Kollegin fragen, wenn Sie zu so einem Notruf gerufen werden, was sind so die häufigsten Fälle, zu denen Sie gerufen werden? Ja, das meiste ist, dass Sie wirklich stürzen und selber nicht mehr hochkommen. Sie sind zwar jetzt nicht verletzt, aber Sie brauchen halt da Hilfe, dass man Sie aufhebt. Leider kommt es auch vor, dass es dann wirklich ernstere Sachen sind, wie Herzbeschwerden oder dann tatsächlich Schlaganfall. Aber das ist eher geringer. Und so im Durchschnitt, wie lange braucht es von dem Anruf, den Sie hier entgegennehmen, bis Sie sozusagen bei der Person sind? Kann man da so eine Durchschnittszahl nennen? Ja, so 20 bis 30 Minuten, je nach Verkehrsaufkommen. Wenn es natürlich dann ernster wird, dann nehmen wir die 112 auch gleich her, die Rettungsdienst. Und dann geht es natürlich schneller, weil wir dann mit Blaulicht rausfahren können. Mhm. Achso, Sie fahren dann hier auch mit Blaulicht zu der Person, die Hilfe braucht? Genau, so ist es. Okay, prima. Dann gehen wir jetzt zu unserer nächsten Station. Ja. Welche wird das sein? Wir haben hier in der Christophstraße gleich um die Ecke, also auch im Lechel, ein Seniorenheim, das Haus Ad Lechel, was wir schon seit vielen Jahren betreiben. Und dort erwartet uns eine spannende Freizeitaktivität, aber vielleicht verrate ich gar nicht mehr an dieser Stelle. Mal etwas kritischer gefragt, das Rote Kreuz bietet so viel an, also jetzt sind wir ja in dem Altersheim vom Roten Kreuz, wäre es nicht besser, wenn man sich auf weniger Sachen fokussiert? Naja, dadurch würde ja die Not nicht geringer werden. Also wir haben uns natürlich immer sehr genau überlegt, in welche Bereiche wir einsteigen wollen oder wo wir uns noch erweitern können. Und ich bin schon der Meinung, dass wir so viel Hilfe leisten sollten, wie wir können. Und die Hilfe ist halt sehr vielseitig. Das ist, auf der einen Seite ist es der Klassiker, im Bereich der Altenhilfe Senioren und Altenheime zu betreiben. Das ist ja auch ein Feld, was zunehmen wird aufgrund der demografischen Entwicklung, aber die Bandbreite ist sehr groß und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wo wir übermorgen stehen werden. Ja, denn ich meine, Sie haben natürlich gerade in diesem Bereich einen ungeheuren Vertrauensvorsprung, nicht? Aufgrund dieses Roten Kreuzes, was jeder kennt und was sich schon seit 150 Jahren ja eigentlich als sehr hilfreich immer wieder erwiesen hat. Diese 150 Jahre, inwieweit werden die von Ihnen wahrgenommen jetzt hier und gefeiert? Das Deutsche Rote Kreuz ist 150 geworden. Ich war vor ungefähr 3 Wochen bei dem Festakt in Stuttgart, wo auch unser Bundespräsident anwesend war. War sehr schön. Hier in München sind wir eher ein bisschen bescheidener, was die 150 Jahre angeht. Wir warten auf das Jahr 2015. Da werden wir nämlich 140 Jahre alt sein und feiern dann für München mit München. Jetzt haben Sie hier sich was ganz Besonderes überlegt mit den älteren Herrschaften, die also hier in Ihrem Altersheim leben. Was passiert hier? Also wir sind hier in einem Bereich, wo auch die Freizeit eine sehr wichtige Rolle spielt. Man muss die Leute auch fördern, mit ihnen arbeiten, sie auch ein bisschen fordern.
Und deswegen gibt es hier das Wii Bowling, also von einem Spielekonsole-Hersteller hat man festgestellt, dass das ganz, ganz viele Fähigkeiten vereint, dass man hier gemütlich in der Runde gesellig Bowling eben mit einer Spielkonsole spielen kann. Mhm. Denn ich meine, so Betreuung und überhaupt wie so ein Tagesablauf dann abläuft in den Altersheimen, ist natürlich auch eine Herausforderung für das Team, nicht? Also man muss den Leuten ja auch irgendwas bieten. Wir haben leider einen Fachkräftemangel in diesem Bereich, das ist bekannt, weil das ein Berufsfeld ist, was monetär einem nicht viel geben kann. Aber die Liebe, Zuneigung, Zuwendung, die hier im Hause ist, stellt man einfach fest, wenn man die Tür aufmacht. Man sieht, dass die Leute hier gerne arbeiten, man sieht, dass die Menschen, die hier betreut werden, auch sehr gerne hier sind. Und es ist für mich als Vorsitzender wirklich eine Freude, bei solchen Einrichtungen ein- und ausgehen zu dürfen, denn das saugt man auch das Feeling vom Roten Kreuz richtig auf. Haben Sie irgendwie sich überlegt, wie Sie dieses Dilemma lösen können, dass es eben nicht genügend Hilfskräfte gibt, nicht genügend Menschen, die im sozialen Bereich tätig werden? Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie müssten ja sehen, wir vertrauen in diesen Bereichen im Endeffekt unsere höchsten Güter anderen Menschen ein. Das ist egal, ob es jetzt im Bereich der Kindergärten ist oder auch im Bereich der Seniorenheime. Sowohl die Eltern wie auch die eigenen Kinder sind meines Erachtens das höchste Gut. Und wir werden dies darauf aufmerksam machen müssen, dass hier die Menschen einfach zu wenig Geld verdienen, als dieses Berufsbild dann so attraktiv ist, dass man sagt, okay, ich habe Kinder gern oder ich habe Senioren gern und ich bin bereit, darin zu arbeiten, weil das Geld ausreicht, damit ich ein Leben in München führen kann. Sie haben ja, und ich meine, das ist natürlich auch eine riesige Stärke des Roten Kreuz, das waren jetzt alle neun, oder? Nein, achte, nur acht, aber trotzdem hocherfreulich. Besser als ich jemals war. dass sie eben ehrenamtliche Leute eben ganz viele auch haben. Ja. Nicht? Das ist, glaube ich, auch etwas, was auf dem das Rote Kreuz auch fußt. Ja, es hat ja so angefangen. Vor 150 Jahren waren sie alles Freiwillige, die den Verwundeten im Felde geholfen haben. Heute ist das Gesicht des Ehrenamtlichen, des Freiwilligen viel, viel breiter aufgestellt. Das geht los natürlich bei der Rettungshundestaffel, die wir vorhin besucht haben, aber geht dann auch über Vorlesen im Seniorenheim auf Freiwilligenbasis, dass jemand sagt, ich habe am Dienstagnachmittag Zeit, ich könnte irgendwas machen, zum Beispiel vorlesen oder, wo wir später hinfahren werden, in die Kleiderkammer, ein bisschen anderen Menschen helfen, ist ganz, ganz unterschiedlich, aber Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit ist eine breite Säule unserer Arbeit. Jetzt müssen Sie uns, Herr Vorsitzender, mal sagen, wo wir uns denn hier befinden. Es ist schön bunt hier. Ja, wir sind in Allach in der Elli-Stegmeier-Straße, wo wir eine große Halle haben, wo wir Sachen, alte Möbel, Kleidung, Haushaltswaren, Schulranzen, ja, die holen wir ab oder die werden auch hier geliefert. Und hier können dann bedürftige Leute aus München sich die Sachen abholen, wenn sie ihre Bedürftigkeit nachweisen. Das ist eine große Lagerhalle mit sehr vielen brauchbaren Sachen. Wie weist man seine Bedürftigkeit nach? Ja, meistens durch die Bestätigung einer Behörde, zum Beispiel den Münchenpass. Mhm. Ja, das ist für uns ist das ganz, ganz leicht zu erkennen. Aha. Und diese einzelnen Stücke, wie kommen die hierher? Es ist unterschiedlich. Es sind Menschen, die ihren Haushalt auflösen, weil sie zum Beispiel ein Seniorenheim umziehen. Mhm. Manchmal rufen auch Behörden an und sagen, ja, wir räumen, wir kriegen eine Neuausstattung. Können Sie denn nicht unsere alten Möbel irgendwie gebrauchen? Und in der Regel sind ja die Sachen noch sehr gut erhalten. Andere nehmen wir auch gar nicht an, weil die wir annehmen, müssen ja auch wiederverwertbar sein. Also die müssen auch Leuten dann später nutzen können. Mhm. Sagen Sie, beim Roten Kreuz braucht man ja auch Geld. Wie ist denn das eigentlich mit der Finanzierung? Beziehungsweise wie kann jetzt jemand, der sagt, das Rote Kreuz macht gute Sachen, ich möchte das unterstützen, wie macht man das? Also hier sind wir in einem Bereich, der zu 100% spendenfinanziert ist. Das heißt, entweder über echte Geldspenden oder auch eine sehr wichtige Säule für uns sind die Fördermitglieder. Das sind Menschen, die sagen, ich habe im Jahr 30, 50, 100 Euro übrig. Ich werde Fördermitglied, habe davon auch nicht nur das Gefühl, etwas Gutes zu tun, sondern auch zum Beispiel den Auslandsrückholdienst und den Inlandsrückholdienst. Sprich, wenn man sich im Urlaub verletzt, wird man dann von uns zurückgefahren.
bekommt man natürlich auch eine Spendenquittung für die Steuererklärung, darf man ja auch an dieser Stelle erwähnen. Ja, und das wird dann jedes Jahr abgebucht und ja, das, aus diesen Sachen werden dann halt so, also aus diesen Geldern werden solche Projekte wie dieses dann finanziert. Ach so, auf der einen Seite kann man anderen Menschen damit helfen, klar, aber man kann auch für sich selber dann sozusagen eine gewisse Sicherheit einbauen. Genau, das ist richtig. Man ist ja oft im Urlaub und wenn man das Glück hat, oft in Urlaub sein zu dürfen, wenn man sich verletzt, wird man von uns zurückgeholt. Also, und dann kommen die Menschen, die sich hier also Dinge holen, gleich mit ihren Kisten und tun das da rein. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Hier gibt es ein hoch ausgefeiltes Sortiersystem, also was für wen gebraucht werden kann. Und die Damen auch, alles ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sortieren das vor und dann wird es dann halt dementsprechend weitergegeben. Und es gibt dann gewisse Tage, wo die Menschen hierher kommen und sich Dinge aussuchen? Oder, genau, oder wie ist das organisiert? Wir haben bestimmte Öffnungszeiten und eben bei Kleidern ist es so. Und bei Möbeln, je nachdem, werden die Teile auch zum Teil durch uns geliefert. Mhm. Also hier drüben haben Sie Ihre Möbelabteilung. Sozusagen, ja, eigentlich sind Sie ein Kaufhaus. Irgendwie. Naja, wir sind kein Kaufhaus, weil wir die Sachen nicht verkaufen, sondern das sind alles Sachen, die Münchner irgendwie für den Zweck nicht mehr brauchen, wie es ursprünglich gedacht war. Und wir kennen halt viele Leute oder viele Leute, die Hilfe brauchen, kennen das Rote Kreuz und die wenden sich an uns und sagen, habt ihr nicht mal hier oder jenes. Was auch vorkommt, ist, dass mitten in der Nacht bei den Leitungskräften die Polizei anrufen und sagen, wir haben einen Obdachlosen aufgefunden, der braucht dringend Wechselklamotten, habt ihr nicht da was? Und dann düsen die hier auch los und bringen halt Sachen vorbei. Wenn jetzt jemand zu Hause einen schönen Schrank hat und plötzlich feststellt, diesen Schrank, den brauche ich nicht mehr, der passt nicht mehr in meine Wohnung, ich würde ihn gerne dem Roten Kreuz zukommen lassen. Wie macht man das? Ja, wenn der Schrank noch hoffentlich voll funktionsfähig ist, bei uns anrufen, dann wird ein Termin vereinbart und dann holen das die Leute ab. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch ehrenamtlich engagieren. Und wenn man sagt, ja, ich habe Lust, Schränke zu schleppen, dann kann man hier bei uns auch ehrenamtlich tätig sein. Ja, man kann seinen Schrank sozusagen auch hier direkt herbringen. Genau. Jetzt ist ja natürlich noch die Sache mit den Altkleidern. Ja. Das ist ja in München ganz interessant, weil man merkt, wenn man aufmerksam durch die Stadt fährt, dass da verschiedene Organisationen mittlerweile ihre großen Container haben. Klar. Warum ist das so? Inwieweit ist das auch Konkurrenz für Sie? Wir sind ja hier in der glücklichen Lage, dass wir die gebrauchten Kleider direkt Bedürftigen geben können. In vielen Fällen ist es so, dass die Sachen, die sie in den Container werfen, einem Recycling-Kreislauf zugeführt werden. Und mittlerweile ist der Preis für den Rohstoff, also sprich für die Kleidung, so hoch geworden, dass es sich für viele einfach lohnt, in diesem Geschäft tätig zu sein. Das machen wir auch in einem sehr kleinen Bereich. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass wenn man die Kleider hier abgibt, sie auch wirklich Bedürftigen zugutekommen, ohne dass sie erst verkauft werden müssen oder geschreddert und dann daraus was Neues entsteht. Gucken wir noch mal schnell vorbei. Sehr gerne. Ja, das sieht ja hier wie auf dem Trödelmarkt auch so ein bisschen aus, ne? Ja, das könnte man sagen, aber es ist halt natürlich recht ordentlich gehalten und die Mitarbeiter wissen auch hier ganz genau, wo welche Sachen sind. Wunderschön hier dieser Schrank, da muss unser Kameramann einmal reinfilmen, denn das ist ja wirklich ganz nett, was da alles zu finden ist. Und das wird dann auch verteilt, oder wie? Naja, ich glaube, hier kann man ganz deutlich sehen, wie viel Liebe und Zuneigung in dieser Kleiderstube drin steckt, weil eben das ja auch dann für die Bedürftigen, fürs Zuhause als Dekoration mitgegeben wird. Wir haben hier auch viele Kinder, die hier vorbeikommen und ausgestattet werden mit gebrauchter Kleidung. Und da gehört es auch dazu, dass man auch ein paar Schulbücher mitgibt oder mal einen Teddybären und für die Erwachsenen vielleicht irgendwelche Porzellanpuppen. Hier drüben haben wir Altkleider, oder nein, halt, das heißt anders. Gebrauchte Kleider. Gebrauchte Kleider. Genau, gebrauchte. Die sind ja wirklich nicht alt und sind ja auch noch alle brauchbar. Ja. Die werden ja vorsortiert und eben diejenigen, die nicht mehr gebraucht werden können, die werden einem Recycling-Kreislauf zugeführt. Aber diejenigen, die man guten Gewissens weggeben kann, wie zum Beispiel hier ein modernes Trachtendings im Landhausstil, die bleiben hier und einmal in der Woche können die Menschen hier vorbeikommen und sich Sachen aussuchen. Nee, und man merkt eben auch, dass das Personal hier wirklich sorgfältig die Sachen aufbewahrt. Absolut, ne? Absolut. Hier steckt viel
ja, Liebe drin, muss man sagen. Ja, sind auch alles Menschen, die das unentgeltlich machen. Genau, ne? Das sind alles hier sehr stark viele Seniorinnen und Senioren, die ihr Berufsleben schon hinter sich haben, die seit vielen Jahren dem Roten Kreuz verbunden sind und eben hier jetzt im Bereich dieser Halle mit Kleiderstube und Möbellager ja eine neue weitere Berufung gefunden haben. Haben Sie da genug Menschen in München, die gerne für Sie unentgeltlich tätig werden? Es gibt niemals genug Menschen, die sich fürs Rote Kreuz einsetzen können, weil ja auch einfach die Herausforderungen immer so groß sind. Und hier kann man Leute gebrauchen, aber auch in den anderen Feldern des Roten Kreuzes kann man immer Freiwillige und Ehrenamtliche gut gebrauchen. Wo meldet man sich bei Ihnen, wenn man freiwillig arbeiten möchte? Ja, heutzutage entweder direkt über die Homepage oder auch einfach in der Telefonzentrale und sagt, ich hätte da Lust mitzumachen. Da wird man auch ganz genau gefragt, worauf man Lust hat. Und man hat so eine Art Einführungsgespräch und dann stellt man fest, okay, das ist der Bereich, der Ihnen gefallen könnte, probieren Sie es mal aus und wenn es halt nicht funktioniert, dann versucht man einen anderen Bereich aus. Wir sind ja breit aufgestellt. So, jetzt sind wir bei der Wasserwacht mit einem Hoverkraftboot. Das stellt man sich jetzt gar nicht vor. Herr Güst, Sie sind derjenige, der das dann im Einsatz auch hat. Wo setzen Sie sowas in München ein? Also wir setzen es hauptsächlich an der Isar ein, weil wir da die Flachwasserstellen haben, wo wir nicht wirklich mit einem normalen Motorboot fahren können. Im Winter werden wir es zur Eisrettung einsetzen, weil wir natürlich da die Belastung vom Eis nicht haben, dass wir selber einbrechen können und uns schnell fortbewegen können. Wie viele von diesen Wasserwachtstellen gibt es denn hier jetzt eigentlich in München? Oh, wie viele Ortsgruppen? Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich gefragt, 8, 9, ich weiß nicht. 9. 9 Ortsgruppen sind sie. Also. Und die sind über München verteilt, an den verschiedensten Seen? Genau, an alle Badeseen, auch an der Isar direkt, am Flaucher und an der Marienklausel, dann Föhringer See, am Bugersee, also ganz, ganz unterschiedlich. Halt, hier muss ich nochmal mir den Wagen erklären lassen. Der ist jetzt sozusagen abfahrtbereit. Wenn jetzt ein Alarm kommt, könnten Sie sofort damit losdüsen. Genau, also wir wären jetzt einsatzklar, könnten überall hinfahren. Es ist auch so, wir haben Fernmeldung. Also wir werden auch in der Nacht alarmiert, fahren dann hier an die Station und rücken von hier aus. Mhm. Also 24 Stunden Einsatzbereitschaft. Aber es muss was mit Wasser zu tun haben, damit Sie aktiv werden. Für gewöhnlich ja, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Was für Einsätze haben Sie denn so? Also wo werden Sie gerufen? Was passiert hier so? Also wir haben häufig eben die Geschichte, dass wir also Personen im Wasser haben, die gekentert sind mit Booten, Luftmatratzen, einen Kollaps haben, weil sie nicht mehr können, weil sie zu weit geschwommen sind. Das sind so die hauptsächlichen Einsätze. An Land fahren wir natürlich auch sehr viele sanitätstechnische Einsätze. Vom Bienenstich bis hin zum Herzinfarkt, alles dabei. Aha. Und ich meine, jetzt haben wir ja Herbst. Wie intensiv sind Sie hier eingesetzt? Machen Sie das ganze Jahr über? Ist immer einer da, der ausfahren könnte? Also wir haben eben im Sommer unsere Standardwachzeiten. Das ist am Wochenende von 10 bis um 19 Uhr. Und eben, wie eben gerade gesagt, diese Fernmeldeempfänger, dass wir wirklich 24 Stunden im Jahr jeden Tag erreichbar sind und dann auch ausrücken. Sie haben hier auch Taucher, gell? Die dann im Notfall eben auch ja, tauchen müssen. Richtig. Also wir haben 11 Rettungstaucher bei uns in der Ortsgruppe. Die Kollegen packen gerade von der letzten Übung die Sachen zusammen. Und die sind auch relativ schnell im Einsatz. Also wir sprechen hier von 2-3 Minuten, bis die ins Wasser gehen können. Und man sieht die Kollegen hier, die packen die Sachen zusammen. Das ist bei uns auch immer sehr wichtig, natürlich die Ausrüstung zu pflegen, alles aufzuräumen, zu warten, das ist immer einsatzklar. Hier am Langwiedersee ist immer eigentlich ziemlich viel los. Ne? Was passiert, wie viele Leute kommen hier eigentlich so im Jahr? Also das ist ja mit das größte Freizeitgebiet an einem See in München, oder wenn nicht das größte, 45.000 Menschen an einem guten Samstag werden hier von den Kameradinnen und Kameraden der Wasserwacht betreut. Mhm. Haben Sie, also wenn Sie dann hier auf Wache sind, was sind so die einsatzstärksten Tage? Die einsatzstärksten Tage sind eigentlich unter der Woche, ganz außerhalb der Wachzeiten. Wenn wir schönstes Wetter haben, mit richtig vielen Badegästen passiert gewöhnlich eigentlich nichts. So, hier haben Sie auf jeden Fall Ihre Taucherausrüstung. Wie tief ist der See? Wie tief müssen Sie hier runter? Also wir haben ja 3 Seen. Wir haben den Langwiedersee, der geht bis knapp 9 Meter. Der Lußsee mit knapp 14 Metern und der Birkensee hinten mit knapp 7 Metern. Es ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir sind vorhin schon einmal ums Haus rumgegangen. Im Sommer lässt sich's hier aushalten. Ich könnte mir vorstellen, das ist beim Roten Kreuz so eins der beliebtesten Standorte.
Ja, durchaus. Also wir haben eine sehr schöne Station. Natürlich bekommt man auch viel zurück für die ehrenamtliche Arbeit. Kann es genießen, kann am Wochenende hier mal ein bisschen länger sitzen, den Sonnenuntergang genießen. Man muss ja auch sagen, dass das hier alles in Eigenleistung erfolgt ist oder ein Großteil hier dieses neuen Anbaus. Von daher sei es den Kollegen gegönnt, dass sie auch mal im Sommer eine kleine Pause sich gönnen dürfen. Kommen Sie auch manchmal hier vorbei und genießen das Grillfeeling? Genau. Der Vorsitzende im Badehose zum Anfassen. Nee. Bisher noch nicht, aber vielleicht erfolgt ja dann jetzt eine Einladung für den kommenden Sommer. Dann mache ich das sehr gerne. Wir müssen uns weiter umgucken. Was können wir uns hier noch anschauen? Wir haben vorne eine kleine Einsatzleitstelle, wo wir unsere Einsätze am See koordinieren, wo wir die Fahrradstreife anfunken können, wo die Notrufsäulen bei unserem See auflaufen, ja, damit wir möglichst schnell am Einsatz sind. Es geht auch hoffentlich das Licht an. Aha. Man sieht zwar jetzt nicht, dass da hinten der See ist, aber das schwarze Loch ist der See da hinten. Das schwarze Loch ist der Langwieder See, genau. Und wie muss man sich das vorstellen? Von wo aus werden Sie hier alarmiert? Also wir haben über den See verteilt einige Notrufsäulen. Die kommen hier auf diesem Handy an und lösen den Alarm aus. Den kriegen wir an der ganzen Station mit. Und dann laufen im Prinzip alle Aktiven hierher. Der Einsatzleiter bzw. der Wachleiter koordiniert den Einsatz und schickt dann entsprechend, je nachdem, was für ein Einsatz ist, die Einheiten los. Wenn man jetzt zum ersten Mal hier an diesem See ist, ja, man sieht, dass da irgendwie einer ertrinkt, dann ruft hier einer an und sagt, da ertrinkt einer, dann wissen Sie ja noch lange nicht, wo das genau ist. Welche Technik haben Sie da, um rauszufinden, an welcher Stelle des Sees dieses Drama sich gerade abspielt? Also wir haben den Vorteil, dass die Notrufsäulen mit Nummern hinterlegt sind und wir sehen auf dem Display vom Handy schon, wo dieser Einsatz herkommt und sagen natürlich dann den Leuten, bleiben Sie an der Notrufsäule, bis jemand da ist. Und somit finden wir die eigentlich immer sehr gut. Was würden Sie sagen, wie viele Einsätze Sie so haben im Jahr? Also mit der Schnelleinsatzgruppe sind wir irgendwo um die 15 bis 20 Einsätze. Kleinere Erste-Hilfeleistungen im Bereich zwischen 60 und 80 Einsätzen. Wo fassen Sie sich an den Kopf und sagen, der Idiot, so hat er das wieder gemacht? Das ist immer das Gleiche, weswegen wir da rausfahren. Das Typische sind eigentlich Kinder auf Schwimmhilfen, sprich Luftmatratzen und ähnliches, die nicht schwimmen können und keine Schwimmflügel tragen. Das ist so das Größte, was man mitkriegt. Deswegen einen Schwimmkurs bei der Wasserwacht belegen. Ach, das gibt's auch, ja? Im See. Im See oder im Schwimmbad. Also wir bieten selbst Rettungsschwimmkurse an. Also da machen wir sehr viel Breitenausbildung, damit die Leute schwimmen lernen und retten können. Jetzt haben Sie hier noch einen gemütlichen Teil, nicht? Ein gemütliches Zimmer, das müssen Sie auch noch mal angucken. Denn da, als wir eben durchgegangen sind, hat man sich so ein bisschen wie auf einer Berghütte gefühlt. Ja, das ist unser Aufenthaltsraum. Hier haben wir auch einen Kamin stehen, um einfach unseren Einsatzkräften im Winter bei der Eiswache auch etwas Wärme zu bieten, dass sie sich aufwärmen können. Natürlich ein gemütlicher Teil, weil es soll ja nicht immer nur alles Arbeit sein. Also man muss den Leuten schon ein bisschen was bieten, damit sie dabei bleiben, damit man sie über lange Jahre hat. Ja, was war jetzt die größte Katastrophe hier am See in den letzten Jahren? Katastrophe, so würde ich es jetzt nicht nennen. Aber wir hatten dieses Jahr einen Ertrinkungsunfall am Birkensee, der leider tödlich ausgegangen ist. Das war so das Schlimmste dieses Jahr. Das ist ja auch ein Thema, nicht? Dass die Mitarbeiter vom Roten Kreuz ja als Helfer auch selber eigentlich geholfen werden müssen. Also, denn es ist ja auch psychisch nicht immer einfach, die Einsätze. Natürlich. Also vor allem, wenn wir jetzt eben hören, dass eine Bergung erfolgt von einer Leiche, dann ist das schon ein Problem. Aber wir haben da auch Teams, Kriseninterventionsteams, die auch darauf spezialisiert sind, dann die Helfer im Nachgang zu betreuen. Okay, also wir haben jetzt sehr viel über das Rote Kreuz gelernt. Ich bedanke mich bei Ihnen und weiterhin viel Erfolg. Sie haben ja jetzt noch wie viele Jahre vor sich? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg in diesen dreieinhalb Jahren. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wenn wählen, dann richtig. Jetzt Testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just Drive.